Willkommen zur Demo vom dritten Mario Fußballspiel von Next Level Games, nämlich Mario Strikers Battle League Football. Ich werde euch heute alle Items, Moves und Charaktere in kürzester Zeit erklären. Nur so als Info, ich werde die First Kick Demo am Samstag, den 4.6. von 13 bis 14 Uhr und am Sonntag, dem 5.6. auch von 13 bis 14 Uhr streamen. Dort darf man zum ersten Mal online gegen andere spielen und vielleicht sieht man sich ja. Am 10.6. oder vielleicht einen Tag vorher startet hier direkt das Let's Play zum Spiel, wo ich euch alles zeigen werde. Um das und andere Let's Plays und Streams zu mitmachen, nicht zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Generell ist es ein 5 gegen 5 Spiel und basiert auf Fußball. Dort geht es darum, mit einem Ball in das gegnerische Tor zu schießen, um Punkte zu sammeln. Wer nach der Zeit die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Da es ein Mario-Sportspiel ist, ist es natürlich unrealistisch und chaotisch mit aggressiven Tacklings, Items über Mario Kart und so weiter. Ein elektrischer Zaun begrenzt das Spielfeld und dort kann man auch Gegner hineinkicken, um sie für kurze Zeit zu behindern. Es gibt insgesamt 10 Charaktere aus dem bekannten Mario-Franchise mit ihren eigenen Stats. So, und das waren die generellen Infos. Nun kommen wir zum Moveset. Das Tutorial ist in insgesamt 8 Lektionen unterteilt, wo man erst die Moves roh trainiert und am Ende in einem finalen Spiel komplett umsetzt. Erste Lektion: Laufen und Schießen. Laufen mit dem L-Stick. Beim Laufen kann man ZR zum Sprinten drücken, aber irgendwann ist man erschöpft. Für einen einfachen Schuss kurz A drücken. Mit A kann man den Schuss auch aufladen. Beim Schießen kann man mit dem L-Stick entscheiden, wo der Schuss hingehen soll. Zweite Lektion: Passen. Für einen einfachen Pass muss man den Empfänger angucken und nur kurz B drücken. Für eine Flanke kurz Y drücken. Und wenn man nicht am Ball ist, kann man zwischen den Charakteren mit L wechseln. Dritte Lektion: Tackling und Finden. Um seinem Gegner den Karate-Kick des Jahrhunderts zu verpassen, muss man auf ihn zulaufen und kurz Y drücken. Das Tackling kann man auch mit gedrückt Halten von Y aufladen für mehr Stärke. Dieses Tackling kann man auch jeden Gegner weghauen. Um ein aufgeladenes Tackling abzubrechen, drückt ihr einfach B oder R. Für eine Finte muss man den R-Knopf im richtigen Moment drücken, um einem gegnerischen Tackling auszuweichen. Wenn keiner am Ball ist, kann man immer noch mit R anderen Tacklings ausweichen. Vierte Lektion: Direktspiel. Für einen Direktpass sollte man schon vor der Annahme B drücken, um direkt weiterzuspielen. Für einen Direktschuss sollte man vor der Annahme A drücken, um direkt zu schießen. Fünfte Lektion: Items. Manchmal erscheinen regenbogenfarbige Fragezeichenblöcke zum Durchlaufen. Die Teams haben ihre eigenen Blöcke, die nur sie einsammeln können. Gegner laufen dann einfach durch sie hindurch. Durch Drücken von X kann eins der 6 verfügbaren Items eingesetzt werden. Man kann immer 2 mit sich tragen. Zuerst den Pilz, mit dem kann man für kurze Zeit schneller werden. Der Bob-Bomb läuft in die Richtung, wo du ihn hingesetzt hast und springt jeden Gegner weg. Die Banane lässt die Gegner ausrutschen. Der grüne Panzer kann alles wegschießen und dann allen abprallen. Und im Gegensatz zum grünen Panzer folgt der rote Panzer direkt dem nächstgelegenen Gegner. Der Stern kann benutzt werden, um alle Gegner umzuhauen. Sechste Lektion: Hyperschüsse. Vor einem Hyperschuss muss man die Strike-Kugel einsammeln, die dann für das ganze Team gilt. Der Effekt hält aber nicht ewig. Um den Hyperschuss zu starten, haltet ihr den A-Knopf gedrückt und versucht dann mit den Nadeln den blauen Bereich zu treffen. Je näher an den blauen Bereich kommt, desto einfacher wird ein Tor erzielt. Jeder Charakter hat seine eigene Animation und Technik dafür. Ein gelungener Schuss erzielt zudem direkt 2 Punkte. Siebte Lektion: Perfekte Techniken. Für einen perfekten Schuss achte unter deinem Charakter, wie der rote Punkt den weißen Umriss direkt füllt, und wenn er perfekt gefüllt ist, kann man ihn abfeuern. Für ein perfektes Tackling muss man mit Y aufladen und es dann direkt einsetzen. Für den schwierigen Direktpass muss man kurz B drücken und mit dem Empfänger auch B halten und dann, bevor der andere ihn annimmt, B loslassen. Für einen perfekten Direktschuss lädt man beim Abspiel mit A schon seinen Schuss auf und dann schnell A loslassen, um ein perfektes Timing zu erwischen. Zum Schluss kann man die perfekte Finte einsetzen. Dafür muss man sehr darauf achten, wie und wann der Gegner tackelt, und genau in dem Moment zur Seite mit Drücken von R ausweichen. Achte Lektion: Expertentechniken. Zu Beginn haben wir den Steilpass. Dort drückt man B und R gleichzeitig und hält es gedrückt, weil man nur mit dem linken Stick steuern kann, wo der Ball hingespielt werden soll. Diesen Steilpass kann man auch aufladen. Um einen aufgeladenen Schuss abzubrechen, sollte man einfach R drücken, wodurch sogar eine Finte eingesetzt wird. Für ein Team-Tackling kann man einfach seinen Teamkollegen in jemand anderes reintackeln. Nun kommen wir zu den 10 oder vielleicht bald 20 Charakteren. Diese sind in 5 ausgeglichenen verschiedenen Stats unterteilt. Diese 5 Stats sind: Kraft, womit man stärkere Tacklings machen kann und widerstandsfähiger gegen sie ist. Tempo bestimmt, wie schnell du läufst. Schuss bestimmt, wie hart und schnell ein Schuss ist. Passen bestimmt Pass, Geschwindigkeit und Reichweite. Und Technik bestimmt Flugkurve und Präzision von Schüssen, Dribbling und die Größe der blauen Felder bei der Hyperschussanzeige. Die beste Kraft haben Bowser und Wario. Die beste Geschwindigkeit Peach und Toad. Den besten Schuss Yoshi, Rosalina und Bowser. Den besten Pass Yoshi. Und die beste Technik Luigi. Diese Stats kann man auch mit Ausrüstung boosten.
Dabei zu beachten ist aber, dass immer ein anderer Stat dann darunter leidet. Die folgenden Ausrüstungen sind nämlich die Turbo-Ausrüstung für Tempo, die Muskelausrüstung für Kraft, die Trick-Ausrüstung für Technik, die Kanonenausrüstung für den Schuss und die Combo-Ausrüstung für den Pass. Es gibt natürlich jetzt noch andere Inhalte, aber dasselbe wird dann alles spätestens im Let's Play sehen. Also schaltet dann wieder ein am 4. oder 5. Juni für das Demo-Kick-Event oder am 9. oder 10. Juni für das Let's Play dann. Um das nicht zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.